Willkommen zur zweiten Livestream-Zusammenfassung und zwar von Livestream Nummer 2 und Nummer 3. Das waren nämlich alles mehr oder weniger kurze Livestreams, die auch nicht wirklich irgendeinen großartigen Fortschritt erbracht haben. Außer vielleicht der dritte, aber irgendwo gab es dann da technische Probleme, was dann zum Abbruch geführt hat, aber dazu gleich mehr. Ich wollte erstmal hier zu den Sachen gehen, die wir erreicht haben, wo es halt doch mal ein paar Fortschritte gab, bevor das Ganze dann irgendwo den Bach runterging und. Das umfasst hauptsächlich den Hühnerstall. Der ist jetzt nämlich genau wie. Ach, geh mir aus dem Weg, ihr dummen Hühner. Es ist genau wie der Kuhstall oder dieses Kuhgehege, wie man es nennen will, an diese unterirdische Anlage angeschlossen und kann jetzt halt auch in Betrieb genommen werden. Das heißt, man klickt hier auf den Knopf und dann geht da ein Loch auf, wo jetzt auch scheinbar die Hühner gerade nicht alle freiwillig reinspringen wollen, von daher, naja, egal. Ja, ich dachte, das springt da rein, aber scheinbar will es doch nicht. Da können jetzt auch mehrere Sachen natürlich gleichzeitig auch aufhaben, die tun sich da nichts. Und ich glaube, da ist auch schon eine Kuh runtergesprungen, gerade mitten als die Fläche da aufging, reingefallen. Und wir gehen einfach mal nach unten und schauen uns das Ganze aus dem Kontrollraum an. Also, um es nochmal klar zu sagen, ich habe, ja, wir jetzt mal beim letzten Livestream halt mit dieser Leitung angefangen, die man hier brauchte, um da hinten die Fläche aufzumachen bei den Hühnern. Da gab es dann hier eine Redstone-Leitung, die von dem Häuschen hier bis da hinten hin unter den Hühnerstall lief. Und mittendrin habe ich dann da halt den Stream abgebrochen, weil irgendwie, das liegt wahrscheinlich an der CPU von meinem Laptop, der hat das einfach nicht mehr mitgemacht, das ganze Ding hochzuladen. Also war wohl ja, mehr oder weniger unerkennbar, was ich da gemacht habe. Ist wohl auch mehrere Male abgeschmiert, der Stream. Von daher da irgendwann abgebrochen und das Ganze dann offscreen weitergemacht. Aber irgendwo war es auch nicht mehr allzu viel Arbeit. Hier hat auch schon mal dicht gemacht, weil ich will eigentlich an dieser ganzen Anlage nicht mehr unbedingt weiterarbeiten. Das ist für mich soweit fertig. Ich könnte noch die anderen beiden Gehege anschließen, also die anderen beiden Stallungen. Aber im Endeffekt, hier sind überall keine Tiere drin und ich brauche eigentlich, wenn überhaupt, nur die beiden. Und ich werde auch wahrscheinlich an dieser Welt nicht mehr allzu viel machen. Von daher lohnt sich das für mich auch gar nicht, hier noch irgendwie großartig was an den Dingen zu machen. Also es funktioniert jetzt mit zwei Gehegen, mit den anderen beiden könnte es auch ohne allzu großen Aufwand auch funktionieren. Also es ist meistens wahrscheinlich wie nur Redstone zusammenfarmen und halt paar Sachen aufbauen, ein bisschen was miteinander verbinden, das hat es dann auch. Also ist eigentlich in dem Sinne irgendwo langweilig und unnütz, weil, ja, wie gesagt, ich habe hier jetzt so ohne Livestream gerade gar nicht so die Lust weiterzubauen, weil, wie gesagt, es ist halt für mich irgendwo zu Ende dieses Projekt. Hier haben wir jetzt halt diesen hübschen Raum, hier ist diese Kuh gestorben. Ich hätte auch schon überlegt, hier noch ein bisschen was schöner zu machen mit Sandstein und so. Wir holen uns jetzt einfach mal die Items. Und da haben wir sie. Was sich auch noch geändert hat, ist, dass ich jetzt auch wirklich einen funktionierenden Deckel hier drauf habe. Oder wie man es nennen will. So, da ist es zu. Jetzt ist es wieder offen und funktioniert auch einwandfrei. Ich hatte anfangs noch die Probleme, dass da irgendwie durch den Wasserstrom die Hühner gar nicht gestorben sind, weil da ein Wasserblock oben kein Quellblock war, sondern einfach nur anderes Wasser, was von woanders hingeflossen war. Also das hat sich erledigt. Hier habe ich jetzt auch mittlerweile die Taste, also zumindest die beiden äußeren funktionsfähig. Ich könnte die in der Mitte auch noch zum Laufen kriegen. Das ist alles kein Thema an sich, aber wie gesagt, habe ich eigentlich nicht wirklich Lust drauf. Generell müsste man hier nur zwei Repeater hinmachen. Könnt dann hier oben die Leitung wegführen und dann hier hinten dann irgendwie die andere auch nochmal. Das ist gar nicht so das Problem. Wie gesagt, ich habe einfach nur momentan keine Lust drauf und hier unten ist im Endeffekt dasselbe. Man könnte das Ganze hier noch schön ausbauen, dass die Items von alleine nach oben gespült werden, aber es ist irgendwo. Ja. Ich warte jetzt einfach drauf, dass ich es irgendwann auf dem PC spielen kann und dann wird das hier eh nicht mehr angerührt von. Daher, ja. Es wird aber wahrscheinlich nochmal eine finale Episode hier geben, wo ich mich von dieser Welt mehr oder weniger videotechnisch
nochmal komplett verabschieden werde. Hier den Geheimgang habe ich mich auch dagegen entschieden, den zu bauen, weil im Endeffekt ist es dasselbe mit allem anderen, wie mit allem anderen auch. Es ist einfach für mich nicht mehr rentabel. Und außerdem, der Geheimgang existiert ja voll funktionsfähig in der Testwelt und da reichte mir das auch so. Das war eigentlich alles, was ich hier mal zeigen wollte. Also ich denke mal, ja, was ich zeigen wollte, habe ich auf alle Fälle hier alles untergebracht. Ob ich jetzt halt in dieser Kombination mit dem Laptop und Xbox Minecraft nochmal irgendwie einen Livestream probieren werde, weiß ich nicht. Also eigentlich ein bisschen Lust hätte ich schon. Könnte auch das eine oder andere nochmal machen. Aber das hier war für mich halt das Projekt, was ich, wenn ich erstmal PC Minecraft habe, nicht mehr weiter angehen würde. Also sowas wie die Unterwasserkuppel und sowas kann man immer nochmal bauen, aber das hier ist so eine Sache, die bleibt auf dieser Welt, weil die ist nicht unbedingt das Beste, was man daraus machen kann. Also da gibt es deutlich bessere Sachen, wenn man Nahrung machen will und alles Mögliche, aber gemacht haben wollte ich es halt einmal. Insgesamt finde ich schon ganz interessant so. Also ist so einigermaßen geworden, wie ich es mir erhofft hatte, wie ich es mir vorgestellt hatte, aber wie gesagt, mit PC Minecraft habe ich andere Möglichkeiten und dann ist das ja auch nicht mehr unbedingt das, was ich dann vorhabe zu bauen. Deswegen wollte ich das halt auch unbedingt noch hier so soweit fertig machen, wie ich es halt fertig kriegen konnte. Und wenn wir dann halt uns auf dem PC wiedersehen, dann gibt es da halt auch andere Sachen zu sehen und anderes zu bauen. Da würde ich mal sagen, das war's soweit. Vielen Dank fürs Zuschauen und ja, vielleicht nochmal bis zum nächsten Livestream hier bei dem Ding, aber ich weiß es halt nicht mehr, wie gesagt. Dann noch schönen Tag euch und bis zum nächsten Mal. Tschüss.